Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge von NBA 2K. Wir spielen heute gegen die Dallas Mavericks. Wir haben bisher einen super Saisonstart hingelegt. 8-2 stehen wir und sind damit Platz 3 in der Western Conference. Unser Ziel ist All-Star zu werden und dafür müssen wir jetzt eben einige der besten Spieler in der NBA besiegen. Unter anderem ein Luka Doncic, ein Anthony Edwards, ich weiß gar nicht, ich glaube, Devin Booker war auch noch mit dabei, oder genau, Devin Booker ist auch noch mit dabei gewesen, ein Stephen Curry, also ja. Und ich habe mir gerade eben gedacht, ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir auf Hall of Fame spielen. Deswegen habe ich gerade eben die Schwierigkeit geändert, werde aber auch jetzt in den Attributen vielleicht nochmal aktiv werden, denn ich könnte ihn mittlerweile auf einen 92 hochpushen und das werde ich jetzt höchstwahrscheinlich auch tun. Der Dreier fällt bisher sehr, sehr gut. Also da komme ich wirklich super klar. Mitteldistanzwurf. Ja, mal gucken, was da für Badges mit dazukommen. Es kommt gar keine Badge mit dazu. Okay, das ist natürlich krass. Was ist denn bei Korbleger aus der Bewegung? Was kommt da dazu? Float Game, Korbleger, Mixmaster. Gucken wir mal bei Nahdistanzwurf. Da kommt Float Game und Zonen Prodigy mit dazu. Also es sind jetzt keine Badges mit dabei, die mich irgendwie mega krass besser machen würden. Steel vielleicht? Da kriege ich halt Abfangjäger und Glove. Das würde mich aber halt bloß defensiv besser machen. Ich bin in letzter Zeit jetzt nicht so mega oft in die Midrange gegangen. Das ist gerade wirklich die Frage, was ist wichtiger? Dass ich defensiv hier nochmal ordentlich was reinhaue? Oder dass ich in den Mitteldistanzwurf, in den ich ja sogar auch ein bisschen investieren kann? Komm, dann machen wir das doch. Oder beziehungsweise wartet mal. Ich kann ja beim Steal schauen, dass ich genau... Ja, es ist genau die 85, die mir dann quasi auch die letzten Plakettenpunkte gibt. Ja, okay. Komm, dann machen wir das Ganze so. Dank aus dem Stand brauche ich nicht. Also zumindest jetzt nicht. 31.000 VC. Goodbye. See you later. Und dann... Es gibt ein Problem mit deiner Verbindung. Okay, nice. Get in line for some barbecue. No overtime tonight, okay? You said you want to be an all-star, right? Now it's time to back it up. This is the first game we circled. Everyone's gonna be watching tonight. No doubt, coach. I'm ready. Okay. Just don't start playing hero ball. Make the right plays, keep the ball moving. This is still about the team. It's still about winning. You know I let the game come to me. I promise I won't do anything to get us off our rhythm. You're saying the right thing. Just make sure you do the right thing. I hear you, coach. Believe me, I hear you. Okay, ich bin gespannt, wie es mir da jetzt gehen wird. Es ist das erste Mal, dass ich auf Hall of Fame spiele hier in dieser Karriere. Den Wurf habe ich ganz gut drinnen. Die Athletik auch. Duncan ist auch kein Problem. Unsere Aufgabe ist halt, es ist auch noch ein In-Season-Tournament-Game. Unsere Aufgabe ist, eine bessere Mitspielernote zu haben als Luca und das Spiel natürlich letztendlich auch noch zu gewinnen. Uns bringt natürlich die Mitspielernote auch überhaupt nichts. Naja, zu früh. Der erste Dreier fällt gleich mal nicht. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Ich dachte so, als guter Start gleich mal den ersten Wurf treffen. Luca geht vorbei und macht die ersten Punkte für die Mavs. Pass auf Wemby und der erste Assist. Ja, das werde ich heute auf jeden Fall auch ausnutzen, dass ich da Wemby immer wieder in Pick-and-Roll-Situationen reinhole. Ich muss halt tatsächlich gegen Luca spielen und das die ganze Zeit. Das ist natürlich
nicht ganz so optimal, weil Luca natürlich viel, viel kräftiger gebaut ist als ich. Und wenn der mich jetzt natürlich das ganze Spiel überkocht. Boah. Also, weiß nicht, ob da nicht eventuell Kontakt am Start war. Gibt die nächsten Punkte. Kein guter Start. Leider. Wemby mit and one. Stark. Alter, die Mavs treffen gerade gefühlt alles. 12-8. Ich habe auch ganz vergessen, dass Jimmy Butler bei denen spielt. Also ich habe ja schon meinen dritten Assist, aber ich habe selber noch keine Punkte gescored. Luca. BJ Washington. Pass auf Butler. Der gegen Johnson. Und Butler verwirft mal einen, was ja auch ganz nice ist. Pass auf, Wemby kommt. Told ya. Das müssen wir heute einfach ausnutzen. Die Mavs sind da unterm Korb nicht so gut aufgestellt, als dass sie das die ganze Zeit verteidigen könnten. Luca. Wurffall von Baldwin. Der erste Freiwurf fällt. Hat schon Mitspielernote B+. Geil. Ja, wobei, ich habe auch B. Aber ich muss halt besser sein als er. Das wird schon auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Defense ist da. Fast Break läuft. Kommt noch mir. Kommt keiner mit. Stell Wemby den Screen. Ja, guter Pass. Und er gibt die ersten Punkte. 19-16. Wir führen wieder. Die Intensität ist aber auf jeden Fall groß. Der Dreier fällt nicht. Fast Break. Wemby. Ich cutte unter den Korb. Guter Pass. Wie kann ich den nicht finishen, Mann? Get out of my way, man! Posterize! Ooh. Here we go! Der tut gut. Punkte 3 und 4. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus. Aber solange wir als Team führen, ist mir das gerade vollkommen egal. Butler nimmt den nächsten Dreier. Fällt nicht. Pass auf Wemby, der gibt ihn mir gleich wieder zurück. Ich spiele ihn wieder auf Wemby. Nein, nicht out of... Er ist out of bounds. Ich bin gerade den perfekten Cut gelaufen. Wenn der Pass gekommen wäre, hätte das die nächsten Punkte gegeben. Doncic. Zieht ab. Fällt nicht. Ich habe noch keinen weiteren Dreier genommen nach den ersten beiden. Nicht, dass ich da jetzt Angst hätte, aber es hat sich einfach bisher gerade eben noch nicht ergeben. Sachs, Pick and Roll mit Wemby. Die beiden machen das schon. Sachs. Weil den Dreier leider nicht. Oh, ich bin da zu krass auf den Stil. 48-43. Ey, wie kann Luca den bitte machen? Der war so krass contested. Ey, unglaublich. Pass auf Johnson. Mann, Alter. Red gefoult. Zwei Freiwürfe. Ah, oh, Mann.
Drei Würfe nicht dieses Jahr. Das wird auf jeden Fall keine Love Story mehr. Bam! Schönes Ding von Jalen Suggs. Gute Defense von Wemby. Fast Break, Pass in die Ecke. Nächster Dreier. Ey, wie krass sind eigentlich bitte die Mavs? Jimmy Butler, die haben auch noch Tyus Jones. Ja, der fällt natürlich auch wieder irgendwie gerade so rein. Die haben wirklich ein richtig krass gutes Team. Schöner Pass, Mann! Diese Dinger mit Jalen Suggs, die liebe ich einfach. Das macht so viel Spaß. Wenn du über die Baseline zum Korb cuttest und dann kommt der Alley-oop Pass. Das macht natürlich nicht so viel Spaß auf der anderen Seite. Diese One-on-One-Situationen. No chance. Du kannst uns da einfach nicht aufhalten. 8 Sekunden noch auf der Uhr. Wäre geil, wenn wir das mal defensiv irgendwie hinkriegen würden. Ja, und dieses Mal reicht die Defense auch. Puh. Knackige erste Halbzeit. Ja, endlich mal wieder Punkte, Mann. Die Mavs haben die Partie wieder ausgeglichen. Und ich tue mir einfach schwer, ich treffe meine Würfe nicht. Ich stehe, glaube ich, 0 von 6 von draußen, wenn ich mich nicht täusche. Da muss ich natürlich die ganze Zeit gegen Luca ran, der macht, was er möchte. Schaut euch diese Bug, also selbst wenn ich es einigermaßen gut verteidige, nimmt er mich halt auseinander. Pass auf Wemby. Er macht ihn leider nicht. Ja, ey, also das ist doch jetzt gerade ein Witz. Und jetzt macht er den sogar noch mit and one. Ey, also, ich komm, bitte dich. Ey, das ist so lächerlich. Ja, ich werde ausgewechselt. 80-81. Das kannst du vergessen, Mann. Also, du musst die Partie gewinnen, brauchst eine bessere Mitspielernote als Luca. Wie willst du das bitte schaffen? Also, gewinnen vielleicht noch, ja. Aber Mitspielernote... Ich schaff's nicht. Zumindest Stand jetzt schaffe ich's nicht. Sorry, aber da habe ich wirklich gar kein Verständnis dafür. Ich bin komplett durch. Kriege ich auch noch einen Blocking-Foul. Ich bin komplett durch diesen Layup, den muss er machen, egal was ist. Ich meine, klar, wir spielen jetzt auf Hall of Fame, alles schön und gut. Von mir aus ist es schwieriger zu treffen, den Jump Shot. Aber solche Dinger sind einfach nur lächerlich. Ja, macht Spaß. Doncic trifft einfach alles. Ah. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie mich das gerade eben langweilt. Ja, war klar. Wird natürlich wieder abgeräumt. Mach meine Mitspielernote auf D. Drückt mir. Ja, ich bin kalt. Klar bin ich kalt. Schaut euch bitte meine Quoten an. 5 von 16, 0 von 5. Geiles Ding. Das ist der Stil. Ja, und die Punkte. Oh. Das tat jetzt gerade mal ganz kurz mega gut. Butler.
trifft ihn nicht. Bambi. Pass kommt. Die nächsten Punkte. Vote schnell retten. Und das Spiel eventuell auch. Mitspielernote, was hat Luca? B plus, genauso wie ich. Jimmy. Es wird halt auch alles ist ein Wurffoul. Wirklich, wie oft die Mavs in diesem Spiel schon an die Freiwurflinie gegangen sind. Ey. Egal, komm, weiter. Es ist alles noch drin. Wir können das Spiel gewinnen und ich kann auch noch eine bessere Mitspielernote als Luca rauszaubern. Ja, das hat mir leider in der Situation jetzt gerade nichts gebracht. Pass auf Wemby. Ja, wer kriegt ihn leider nicht unter? Ich weiß auch nicht, wie schlecht kann man in der Help-Defense eigentlich sein, wenn ein Spieler direkt auf dich zuläuft und nichts machen ist höchstwahrscheinlich das Schlechteste, was man tun kann. Johnson, was ist das für ein Wurf? Alter, was ist das für ein Wurf? Der trifft den auch noch. What the hell? Da wäre beinahe der Steal gewesen. Kyrie Irving, nächster Dreier. Fällt nicht. Wow. Pass auf Wemby. Und Wemby macht ihn nicht. Ich krieg ihn nochmal. Pick and roll. Was ist jetzt? Jetzt haben die Mavs den Ball wegen einer 3-Second-Violation. Ey, Alter, ich raste gleich komplett aus, Mann. Den Block will kein Mensch sehen. Der war richtig schlecht, Alter. Und Steal gegen Luca. Ich brauch die bessere Mitspielernote. Ja, ich kann es nicht besser verteidigen. Ich würde gerne... Hallo Luca, kannst du dich mal verpissen, ne? Pass auf Wemby. Wemby macht ihn. Boah. Mein Herz, Mann. Luca hat auch immer noch B+. Das bedeutet, ich bräuchte auf jeden Fall A-. Ja, jetzt werde ich erstmal wieder in Pause geguckt. Defense ist da. Defense ist da. Wemby, hol ihn bitte. Der bleibt bei den Mavs. Natürlich bleibt er bei den Mavs. Natürlich bleibt er bei den Mavs. Boah, das ist Luca, den ich... Ja, ich kann da nichts dagegen machen. Ich würde so gerne... Johnson macht ihn eiskalt, geht die Baseline entlang und nimmt den Midrange-Jumper. Und jetzt wird direkt gefoult. Brauchen irgendwie den Ball. Ja, du schickst Irving an die Freiwurflinie. Das ist natürlich eine super schlaue Idee. Aber dadurch kriegen wir auf jeden Fall die Möglichkeit noch mit einem Dreier eventuell die Partie auszugleichen. Das wäre auch witzig, wenn ich den Dreier jetzt genau treffen würde, nachdem ich die ganze Partie keinen einzigen getroffen habe. Wenn es überhaupt über mich läuft. Also sieht es gerade eben ehrlich gesagt nicht so aus. Ausgezeichnet und ich mache ihn nicht rein. Danke.
Geile Geschichte. Also davon abgesehen, dass es sowieso nichts gebracht hätte, weil es ja bloß 2 Punkte sind. Aber das ist auf jeden Fall nice. Also, perfekt released. And he cannot convert on the second. That misses. From deep. Ja, muss ich ja nehmen. Verlieren. Wir verlieren das Spiel, wir verlieren das NBA Cup Spiel. Ich verliere mein All-Star-Duell gegen Luca. Und bin gerade leicht abgefuckt. Look, if you want to make the All-Star team, these are the games that you gotta bring it. The whole league was watching this one, MP. I know. I ain't get it done. I think you know I don't particularly care if you're an All-Star or not. That's not my focus. But if this is something that you want, and I know that it is, 100%. You can't have any more games like this that we marked as crucial. I get it. I'll be better. See that you are. Geil, noch eine schöne Ansage vom Coach bekommen. So lieben wir das Ganze doch. Egal, Mann, das gehört halt eben auch dazu, dass man solche Partien auch mal verliert und dass man eingeschult wird von dem Luka Doncic. Ich habe halt defensiv leider keine Antwort gehabt, aber ich hätte natürlich offensiv besser spielen können. Könnt ihr euch mal bitte mit eurer scheiß Reklame-Werbung verpissen, 2K? Kein Mensch juckt es. Danke. So, nächste Partie gegen die Timberwolves und gegen Ant. Devin Vassell ist verletzt, Zach Collins ist verletzt. Bei den Timberwolves ist Rudy Gobert verletzt. Oh, das könnte ihnen wehtun. Ja, da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir Wemby immer wieder gut anspielen. Okay, das nächste Mal geht es gegen die Timberwolves und gegen Ant. Hier habe ich leider das erste All-Star-Duell nicht für mich entscheiden können, aber ich glaube, ich mache es hoffentlich das nächste Mal besser. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, euer Max. Ciao.